Also, weiter geht's. Jetzt spiele ich weiter. Es ist schon wieder eine Weile her, seit ich das letzte Mal habe gespielt habe. Ich glaube, eine Woche oder so. Ja, könnte etwa sein. Und letztes Mal habe ich so ein bisschen spontan aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich bin auch nicht ganz so motiviert, wie ich eigentlich sonst bin. Darum spiele ich jetzt weiter und jetzt muss ich halt irgendwie dort anknüpfen oder knüpfen. Anknüpfen ist es, glaube ich. Wo ich letztes Mal aufgehört habe. Ich habe hier beim Zentralbahnhof aufgehört, das Spiel offenbar. Aber ich weiss nicht, was ich hier wollte. Hier sehe ich auf jeden Fall, dass der Intercity 1 einen sehr hohen Bedarf hat. Ui, jetzt habe ich hier eigentlich eingesteckt, aber ich habe die Strommaschine noch nicht angeschaut. So, ist da gerade Meldung wegen dem Strom, der leer geht. Aber das wäre jetzt kein Problem mehr. Wir haben auf jeden Fall mehr als einen halben Tausender Leute, die hier auf dem Perron warten, auf den Intercity 1. Das sind sehr, sehr viele Leute. Wir sollten also dafür sorgen, dass möglichst zeitnah... Oh, schau hier. Ein neues grosses Flugzeug, 757 von Boeing. Wir werden das leider nicht brauchen. Die Luftfahrt ist bei uns, glaube ich, definitiv gestorben. Und obwohl ich ja eigentlich vorhatte, dass wir ja dann noch eine Luftlinie machen vom ganzen Ende, also von ganz im Osten nach ganz im Westen, am Ende der Welt, wird die darauf jetzt wahrscheinlich gleich verzichten. Einfach so ein bisschen im Interesse von der Eisenbahn, weil auf so eine kurze Distanz musst du halt jetzt einfach sagen, es lohnt sich nicht, hier zu fliegen. Es ist in jedem Sinn, in jeder Hinsicht unrealistisch, hier eine Luftlinie einzuführen. Und darum wird jetzt halt einfach das nicht mehr machen. Früher mit den kleinen Flugzeugen hätte man können sagen, das macht jetzt noch bald Sinn, weil das ist ja eine Kurzstrecke. Und früher zu den Anfängen von der Luftfahrt hat man ja noch so kurze Strecken gehabt, wo man effektiv ist geflogen, wenn man etwas auf der höheren Kante hatte. Aber das hier in so einer modernen Welt, wo wir jetzt sind, in den 80er Jahren, macht es einfach keinen Sinn mehr. Darum bleiben wir bei der Eisenbahn. Aber jetzt bleiben wir nicht nur bei der Eisenbahn, sondern auch beim Thema. Und das war der Intercity 1 gewesen. Vielleicht möchte ich bei dieser Gelegenheit gerade schnell schauen, wie viel mehr Bedarf das wir jetzt hier hätten. Hier haltet ihr ja auch, da ist aber in die eine Richtung kein Bedarf mehr. Da ist auch gerade abgefahren. He? Ja, ist gerade abgefahren und nicht einmal so voll. Und hier dafür nach Kleinwelsbach 77 übrig. Und ist hier gerade einer gefahren. Bist du gerade? Nein, du bist S1. Und du bist auch S1. Fahrst du in die Gegenrichtung. Darum, jetzt werde ich schauen, weil hier sind ja extrem viele Leute und die wollen alle hauptsächlich auf Feichten, aber auch viel auf Stoffstädte weiter. Also, von hier wollen viele auf Feichten, aber retour nicht. Kann es sein, dass sie retour, die Leute, alle eine andere Linie nehmen? Nehmen die retour vielleicht das 6? Nein, auch nicht. Man müsste halt überlegen, wie können wir hier den Takt noch etwas verbessern oder generell das Angebot, wenn wir jetzt hier von Neu-Kleinwelsbach auf Feichten fahren. Wie sieht es eigentlich hier beim Altbahnhof aus? Hier ist es eigentlich recht gemässigt. Hier kommen ja ab und zu Züge und es sind ja nicht unbedingt extrem viele, die müssen warten. Also hier müssen wir nichts ändern an der Situation. Und hier haben wir ja die S3, die kommt von unten, geht hier oben weiter. Die fährt also gar nicht hier. Nachher haben wir noch die S1. Die geht ja auch hier durch. Die halten an beiden Haltestellen hier. Und hier haben wir, glaub, mehr Kapazität, als wir bräuchten. Weil hier die S1 mal... ja, in Richtung Kleinwelsbach ist viel los, wie es aussieht. Aber via Feichten fährt hier einfach niemand. Das wäre jetzt gerade einer gewesen und der ist nicht einmal voll geworden. Das ist aber komisch. Weil die hier, die wollen ja, also die meisten hier wollen auf Feichten, aber die warten auf den Schnellzug, obwohl ja die S1 eigentlich halb leer ist abgefahren. Das dünkt mir ein bisschen blöd. Aber das ist, glaube ich, so eine Limitation vom Spiel, habe ich das Gefühl. Das ist etwas, das ist mir schon lange immer ein kleines Anliegen gewesen, dass das Spiel das nicht so verteilt, oder dass, sagen wir mal so, dass Passagier nicht intelligent genug sein, einen anderen Zug zu nehmen, der eher fährt. Weil die warten jetzt alle auf den Intercity, der erst später kommt und er überfüllt wird sein.
statt dass sie einfach vorher das S1 hätten genommen, das gerade ist abgefahren. Dass das nicht kann berechnet werden. Und da frage ich mich halt, ist es überhaupt eine gute Idee, zwischen zwei Städten mehrere Linien zu fahren? Oder wäre es halt Überlegung wert, dass wir ein neues Fahrplankonzept machen, das komplett Doppellinien eliminieren? Das wäre aber eben schwierig. Weil das würde hier so aussehen, dass wir sozusagen zwischen zwei Bahnhöfen immer nur eine Linie haben. Und diese Linie ist wirklich die einzige, die eine Direktverbindung von, sagen wir jetzt mal, von hier nach hier anbietet. Aber das macht das Problem, dass wir eben nicht Linien durchbringen können, quasi parallel. Wie will ich jetzt das irgendwie sagen, dass es Sinn macht? Ja, wir haben auf jeden Fall diese Linie. Und wenn wir jetzt eine Intercity haben, die, sagen wir mal, von Pocherholz auf Kleinwelsbach fährt und dann noch weiter auf Feichten und Blauen überspringt. Und dann noch eine Linie, die quasi als Lokallinie gedacht ist zwischen Pocherholz und Feichten. Dann dürften wir die Lokallinie nicht bis Feichten durchziehen, wenn wir jetzt mal die S1 als Beispiel würden nehmen, die ja genau hier fährt. Sondern die S1 dürfte wirklich nur gerade zwischen Pocherholz und Kleinwelsbach fahren, weil es dann quasi die einzige Linie ist hier. Also der wäre hier der Intercity der einzige Zug, der hier fahren würde. Und es dürfte gar keine S-Bahn mehr fahren hier. Außer es hat hier wieder einen Zwischenhalt, dann hat es wieder Existenzberechtigung. Und auch dort frage ich mich nachher, wie tut das Spiel verteilen? Wenn wir jetzt mal das Segment von Kleinwelsbach auf Pocherholz anschauen. Wie verteilt das Spiel die Passagiere, wenn jetzt hier eine Intercity fährt, die Blaue überspringt und wenn eine S-Bahn fährt, die das Blaue haltet? Ist das anteilsmässig irgendwie so geregelt, dass eine Linie ein gewisses Scoring überkommt? Dass immer, sagen wir mal, ein Drittel trotzdem die S-Bahn nimmt von hier nach dort, aus Grund XYZ, weil einfach der Score von dieser Linie, Performance, Takt, Geschwindigkeit und so, ein solches Ergebnis gibt im Vergleich zum Intercity. Oder nehmen alle Passagiere immer die schnellere Verbindung? Das würde ich eben gerne wissen, weil das musst du fast wissen, wenn du hier ein Effizienznetz entwickeln willst. Und da weiss ich gar nicht, ob das andere Leute vielleicht überhaupt bedenken oder ob ich doch der Einzige bin, der sich Gedanken macht über so technische Aspekte. Ja, ich bin halt Spielentwickler. Ich denke halt so, wenn ich ein Spiel sehe und spiele, dann habe ich im Hinterkopf immer die Algorithmen drin, wie das Zeug berechnet wird. Ich sehe das halt einfach. Und darum frage ich mich jetzt hier, mit welcher Art wird das hier berechnet? Man müsste fast einen Feldtest machen. Man müsste fast die Linie hier wirklich mal isolieren. Sagen, hier fährt einfach eine Linie von Kleinwelsbach auf Pocherholz, ohne Halt, und dann noch eine zweite mit Halt. Und wenn man weiter fahren, muss man halt jeweils umsteigen. Und dann können wir hier mal messen, wie viele Leute wirklich die S-Bahn nehmen von Kleinwelsbach direkt auf Pocherholz. Oder beziehungsweise, man muss es ja gar nicht isolieren. Man kann ja einfach sagen, man geht hier schauen. Das S1. Im Grunde genommen haben wir sogar zwei Haltstellen in der Mitte, die übersprungen werden. Hier nämlich Alt-Kleinwelsbach und Blaue. Und wir haben in der Intercity 1, der fährt durch bis auf Pocherholz, eben der, der überspringt. Von hier wollen wir via Pocherholz 14 Leute und davon wollen 13 auf Pocherholz. Also gut, jetzt sind 16, 17, gut. Aber sagen wir jetzt mal 15, Momentaufnahme. 15 wollen dort mit dem Intercity auf Pocherholz. Und via Kleinwelsbach, Moment, das kann ich hier gar nicht messen, weil... Mal, das ist der. Auf Pocherholz fahren, aber trotzdem auch 14 mit der S-Bahn. Und da will ich wissen, wie wird das gleichmässig verteilt? Jetzt, wo ich gerade sehe, dass es 14 sind. Jetzt sind es mal 15 und wenn wir jetzt nochmal durch Indo hier anschauen, jetzt sind es hier 24. Also es ist nicht gleich viel. Das Verhältnis, wie wollen wir das sagen, ist vielleicht 40 zu 60 oder so.
Und ich wüsste jetzt gerne, wie dass das Verhältnis berechnet wird. Weil in diesem Fall haben wir ja eigentlich gar keine richtige Kontrolle darüber. Also müssen wir einfach ein System entwickeln, das wir damit arbeiten. Also wo wir tatsächlich halt doppelte Linien haben. Also eine, die halt, sagen wir mal, die beiden grossen Terminals hier erschließt. Aber es gibt auch noch einen, der die Haltestelle überspringt. Im Gegensatz zum ersten, den ich jetzt gerade gesagt habe, der auch zwischendrin halten sollte. Wenn du verstehst, was ich meine. Ist ein bisschen schwierig, das auszudrücken, weißt du? Wie könnte man das optimieren? Und jetzt haben wir ja hier das Problem. Das ist eigentlich das Konkrete, wieso dass ich da jetzt überhaupt so am Reden bin. Via Feichten wollen 520 Leute. Davon wollen 390 auf Feichten und 130 fahren noch weiter auf Schofstedt hingern. Und retour wird einfach fast niemand. Was ist hier das Problem? Irgendwie müssen die Leute wieder zurück. Wieso ist der Bedarf nicht gleichmässig? Ist das, weil diese Stadt hier einfach grösser ist? Zeig mal, was haben wir hier für Einwohner? Hier haben wir 1160 und hier ist... Hier sind mehr. Also ist es ja wohl nicht das. Oder ist es einfach, weil es hier mehr Industrie hat als dort drinnen? Oder ist so hier die Industrie besser beliefert wird sogar? 60 und 0 haben wir und hier haben wir 89. Das kann es also auch nicht sein. Weißt du, ich bin halt am überlegen, irgendwie müssen wir auch mit unseren Passagierlinien auch mal ein bisschen Gewinn machen. Und das machen wir im Moment eben nur so ein bisschen, naja, also der Intercity macht jetzt gerade ein bisschen. Aber das ist halt auch nicht ganz der Fall unter dem Strich. Und S1, habe ich das Gefühl, einmal die S1, die macht Gewinn. Weil die immer so ein bisschen gut besetzt ist, ja. Aber das Problem ist, wenn ich den Zug von Kleinwelsbach fahrt auf Feichten, dann ist der immer garantiert voll. Also ich rede von einem Intercity jetzt. Wenn er aber von Feichten auf Kleinwelsbach fahrt, dann ist er selten voll. Wie können wir dem entgegnen? Wahrscheinlich gar nicht. Also man muss ja sowieso immer ein bisschen in Anspruch oder in Kauf nehmen, sagen wir dem so, dass der Zug nicht voll wird sein auf der Rückfahrt. Und dass er generell Strecken fährt oder Segmente von der Linie, wo nicht ganz so viel Profit geben wie andere. Aber ich will halt mein Zeug nicht quersubventionieren. Ich will, dass der Personenverkehr, also sagen wir Division Personenverkehr, dass die selber Gewinn macht. Dass wir die nicht aus unserem Güterverkehr müssen finanzieren müssen. Fände ich eben noch schön, dass wir das separat haben. Aber ich denke, das können wir auch gar nicht wirklich erreichen, wenn wir hier wirklich viele Leute bewegen wollen. Ich weiss gar nicht, ob das Spiel auf das ausgelegt ist oder ob da Game Design technisch überhaupt Gedanken sind gemacht worden über das Thema oder ob man es halt einfach so und so hat entwickelt nach gewissen Spielregeln und das Balancing ein bisschen eingeführt und es hat funktioniert. Ich weiss nicht. Vielleicht ist das Spiel einfach gar nicht gemacht für Leute wie ich, die so Zeug hinterfragen. Das könnte natürlich auch sein. Und das ist wahrscheinlich sogar sehr wahrscheinlich. So, Erto hier, wie fährt jetzt der ab? Der fährt jetzt voll ab und hat sogar, ja, hat jemand im Moment zurückgelassen. Also ist gerade just voll geworden. Da kommt der Regio entgegen, der ist auch nicht ganz voll und der wird auch nicht wirklich voll abfahren. Hier sind nur 14 Leute, die in die Richtung wollen. Und warte schnell, gibt es in die Richtung überhaupt noch? Nein, da gibt es nicht einmal mehr einen Bahnhof in die Richtung. Ja, aber Moment. Was macht es denn für einen Sinn, dass der Regio 4 bis hier rauf fährt? Bin ich mir gerade am Fragen, weil hier fährt der Intercity sowieso bis dort auf Neuendorf. Und irgendwie Endorf Flughafen und so gibt es ja gar nicht mehr. Und auch der Altbahnhof ist nicht mehr in Betrieb. Das bedeutet, hier ist die Linie definitiv doppelt, ohne dass es da irgendeinen Grund gibt für das. Also würde ich sagen, nicht der Intercity 4, der Regio 4, den müssen wir dringend verkürzen. Da haben wir jetzt tatsächlich mal ein bisschen etwas gefunden, wo die Analyse, die ich jetzt hier 40 Stunden lang gemacht habe, Früchte trägt. Weil, genau nach diesem Prinzip, oder, wir haben hier eine Doppelbesetzung von der Linie, wobei aber der Regio wahrscheinlich eine weniger hohe Priorität bekommt. Das sieht man hier in den Passagierzahlen. Schauen wir mal hier, Pocherholz 60 und auf dem Regio haben wir 25. Also,
Dann nehmen natürlich die meisten der Intercity, die Züge fahren ja auch schneller. Jetzt wäre es auch noch interessant herauszufinden, ob wirklich die Höchstgeschwindigkeit der Züge einen Einfluss hat, und jetzt haben wir da übrigens Überfluss hier, das ist auch nicht so cool, oder ob vielleicht der Takt das Wichtigste ist. Ob einfach der Takt der Linie etwas ausmacht. Mal schauen, was haben wir da für ein Verhältnis? Wir haben 5 Minuten auf dem Regio 4 und wir haben 8 Minuten auf dem Intercity 1. Also 5:8 ist das Verhältnis. Jetzt müssen wir das quasi aufrechnen auf 100% oder so. Ja, weißt du was, das werde ich jetzt wirklich aus Perfektionismus Gründen schnell ausrechnen, ob vielleicht der Takt wirklich der entscheidende Faktor ist. Also, wir haben 5:8, das gibt zusammen ungefähr 13. Also 13 sind das Ganze. Sprich, wie ist jetzt das gegangen? Ist es 100 durch 13 mal 5 oder was? Da haben wir 38% sind auf dem Regio. Und dementsprechend 100 durch 13 mal 8, 61,5% auf dem Intercity. Also nehmen wir mal die 61,5%. Und jetzt will ich wissen, sind die Passagiere, die von hier auf Pocherholz gehen mit dem Intercity, ebenfalls 61% von denen, die überhaupt gesamthaft mit allen Zügen auf Pocherholz fahren, oder ist das noch ein anderer Faktor? Hier haben wir jetzt ein 66 Pocherholz. Und der hier, der fährt ja nur bis dort. Ja, jetzt haben wir hier natürlich gerade Überfluss, darum ist es jetzt schwierig zu messen. Eigentlich wäre es auch ein bisschen mehr. 66:27. Schauen wir schnell. Jetzt muss ich das hier. Ich habe darum hier rechnen nebenan auf. Das habe ich übrigens noch gar nicht gesagt. Also die 61,5%. Jetzt haben wir. Jetzt muss ich noch schnell schauen, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. 66. Sagen wir halt gleich mal 27 oder nehmen wir halt 30. Dann ist 96 das Gesamthafte. Ja gut, dann können wir eigentlich schon mit Prozent rechnen. Und dann muss ich ja gar nicht ausrechnen. 66% Intercity. Jetzt wird es natürlich gerade weniger, jetzt ist gerade ein Zug gekommen. Und vorher etwas, und jetzt 29 auf dem Regio 4. Ja, aber dann ist ja das eigentlich klar. Vielleicht ist es ja nur ein Zufall, aber ich habe das Gefühl, wenn wir das jetzt stichprobenartig zwischendurch noch ein bisschen auf anderen Linien ausprobieren, werden wir auch auf das Ergebnis kommen, dass der Takt hier entscheidend ist. Und das habe ich nämlich auch noch einmal gelesen, dass der Takt ein Faktor ist bei der Auswahl von der Linie. Und dann könnte man jetzt auch darauf schließen, dass das effektiv so ist. Denn, was haben wir jetzt gesagt? Auf dem Intercity haben wir ja 8 Minuten. Auf dem Regio 5. Aber Moment, dann geht es ja noch nicht auf. Haben das jetzt falsch ausgerechnet? Und hier ist im Moment 6, aber das ist auch so 5 bis 6. Also wir haben einen geringeren Takt auf dem Regio 4, aber eigentlich sollte ja das bedeuten, dass mehr Leute mit dem Regio 4 dort rauf wollen. Also ist es wahrscheinlich doch falsch, was ich auch ausgerechnet. Mist. Huje. Dann war es auch ein Zufall gewesen, dass es gerade ähnliche Zahlen hat gegeben, aber halt gerade den verkehrten Weg. Gut, dann lassen wir halt das. Dann tun wir jetzt halt einfach das Zeug so ein bisschen verbessern zum Teil, dass wir im Grunde genommen einfach so etwas vermeiden, wie es hier der Fall ist, dass wir zwei Züge haben, die genau die gleiche Linie fahren, mit den gleichen Haltestellen. Sprich, hier würde es bedeuten, dass wir den Regio 4 nicht mehr weiterziehen bis Pocherholz. Das braucht es nicht mehr. Das würde dann heissen, dass der Regio 4 also nur noch von Endorf auf Höllenmühle fährt. Er auch zurück, oder? Ja. Man könnte allerdings so sagen, dafür ziehen wir halt den Regio 4 noch ein bisschen weiter. Bis auf Luschendorfer Hof, weil dort hier ist auch ein bisschen viel los. Die wollen hier... die wollen vor allem auf Endorf. Und das geht natürlich hier oben durch schneller. Oder? Ja, die Strecke ist kürzer hier durch, also nein. Dann braucht es das nicht unbedingt.